Von dem ausgebrannten Reisebus ist nur noch ein Skelett übrig. Unglaublich heiß war es, beschreiben die Feuerwehrleute, die dem Inferno gestern ganz nahe kommen mussten. Mehr als 200 Helfer bergen Verletzte, suchen nach Überlebenden. 18 Menschen gelten bis zum Mittag als vermisst. Was ist mit ihnen passiert? Diese Frage treibt alle um. Ja, die ersten Toten hat dann die Feuerwehr Münchspeich mit der Wärmebildkamera entdeckt. Da sind sie erst einmal auf 8 und dann auf 11 Tote gekommen, wo es dann in der Wärmebildkamera sichtbar waren, was noch im Bus waren. Dann haben immer noch einige gefehlt. Dann haben wir gedacht, dass die vielleicht in den Rettungswagen schon sind. Dann hat das BRK noch mal alles durchgezählt und hat sich herausgestellt, dass insgesamt eigentlich 18 im Bus sein müssen noch. Die Retter müssen die verkohlten Leichen aus dem ausgebrannten Bus holen. Eine Arbeit, die an die Substanz geht, denn die Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nach Einsätzen wie diesem bekommen viele Helfer psychologische Betreuung, um das Erlebte zu verarbeiten. Jeder Feuerwehrmann ist, jeder Rettungsdiensthelfer ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Bedürfnisse. Dass da einfach Ansprechpartner da sind, also auch das Gleiche wieder mal hören und dann eben unterstützen, wie kommt man mit den Bildern, vielleicht auch mit den Gerüchen zurecht. Dass die Kollegen einfach auch wieder gut, das sind ja alles teilweise Ehrenamtliche in der Feuerwehr, dass die eben auch gut wieder zurück in den Alltag kommen. Es ist tragisch, dass 18 Menschen in dem Feuer ihr Leben lassen mussten, obwohl die Einsatzkräfte binnen weniger Minuten an der Unfallstelle waren und auch die Sache mit der Rettungsgasse diesmal kein Problem war. So schlimm war es nicht. Allerdings hat unser Einsatzleiter gesagt, es war für ihn mit dem PKW schwierig, durch die Rettungsgasse zu kommen. Glücklicherweise wurde die Rettungsgasse dann offen gelassen für die nachfolgenden Fahrzeuge. Also mit einem großen Fahrzeug als erstes anzufahren ist immer problematisch. Der Einsatz für die Rettungskräfte ist vorbei. Die schrecklichen Bilder davon bleiben.